Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute mal hier fangen wir in der Werkstatt an. Und zwar, weil wir einmal einen Blick auf so ein super cooles Solarmodul werfen wollen. Das ist die perfekte Ergänzung, die ihr quasi in jeden Kastenwagen mit reinnehmen könnt, wenn ihr meint, auch mal im Schatten parken zu müssen oder bei Aufstelldächern mal nicht optimal zur Sonne auszurichten. Das sind 3x40 Watt, das heißt 120 Watt insgesamt. Und es lässt sich auf so ein kleines Maß zusammenpacken, dass man das wunderbar tragen kann und mitnehmen kann. Das Ganze passt perfekt in jeden Campster, wie zum Beispiel hier in diesen wunderschönen roten Campster oder auch in den Westfalia Columbus, den wir euch in dem heutigen Video vorstellen wollen. Da haben wir nämlich ein super schniekes Modell in Schwarz mit Dachreling, mit Rundumkameras und allem Zip und Zap. Und den haben wir schon mal fertig hier vorne. Ne, wir gehen nicht an den Mülltonnen vorbei, wir gehen da längs, wo es schön ist. Gehen wir mal hinten auf den Hof und gucken und können schon den ersten Blick auf den Columbus 540 erhaschen. Ich wünsche euch viel Spaß in diesem Video und wir gucken uns gleich alle Details gemeinsam an. Ja, herzlich willkommen. Die ersten Eindrücke vom Columbus 540 habt ihr bekommen. Bevor wir loslegen mit dem Video, denkt dran, uns auch bei Instagram zu folgen. Da kriegt ihr ordentlich Bilder von den Fahrzeugen, damit ihr schöne Eindrücke von innen und außen habt. Und auch bei dem Video jetzt hier unter dem Video direkt auf Abonnieren klicken, die Glocke aktivieren, damit ihr in Zukunft auch informiert werdet, wenn wir weitere Videos machen und veröffentlichen. Das, was ihr hier seht, ist wie gesagt der Westfalia Columbus 540 aus dem Modelljahr 2021. Das muss man so deutlich mit dazu sagen, weil wenn nicht das Westfalia auf der Markise stehen würde, würde keiner von außen wissen, dass das ein Westfalia ist, weil wir hier ein Auto in einer absolut unauffälligen Optik gewählt haben. Wir haben kein Dekor dran, wir haben so wenig wie möglich uns als Wohnmobil erkennen zu geben und sind gleichzeitig auch von der Autarkie so aufgestellt, dass wir mit großer Lithiumbatterie, Solaranlage, dem mobilen Solarpanel, anderen Ladegeräten, Ladebooster so gut aufgestellt sind, dass man auch wochenlang unabhängig vom Campingplatz unterwegs sein kann. Wie das gemacht wird, gucken wir uns gleich im Fahrzeug genau an. Ja, von außen, es ist schwarz-metallig, unschwer zu erkennen. Wir haben hier ein Fahrzeug, der hat eine Dachreling drauf, da müssen wir nachher noch mal von oben ein bisschen gucken, wie das genau aussieht, damit ihr davon eine Idee bekommt. Ist der Columbus 540, wie der Name schon sagt, ein 5,40 Meter Fahrzeug, das heißt 5,42 lang, die normale Ducato-Breite. Und er baut auf der H2-Höhe, also mit, wenn man den Dachträger mal nicht mitrechnet, ungefähr 2,60, 2,65 Höhe auf. Westfalia macht das ja grundsätzlich so, dass beim Columbus die seit S7 Rahmenfenster serienmäßig sind. Das heißt, ihr habt hier die windschnittige, ich sag mal, schön bündige Optik, dass das Ganze so unauffällig wie möglich ist. Und wenn man sich überlegt, dass wir hier eigentlich eine Wohnmobilwand haben quasi, die aber schwarz mit schwarzem Fenster, es fällt kaum auf, erinnert so ein bisschen an so einen Van von der Idee. Und wenn nachher die silberne Trittstufe auch noch eingefahren ist, sieht man nicht mehr die so richtig. Bei dem Fahrzeug ist so, da haben wir so viele schöne Sachen drin gemacht, dass wir natürlich auch viel in Absicherung investiert haben. Das heißt, wir haben rundherum Schlösser an der Schiebetür und an Fahrer- und Beifahrertüren. Wir haben ein kleines Vorhängeschloss von innen an der Schiebetür. Wir haben eine Alarmanlage in größtmöglicher Ausführung mit dabei. Also alles, was da irgendwie denkbar ist. Ja, was macht den Columbus grundsätzlich besonders, wenn man sich die 540er anschaut? Eine der großen Unterscheidungen ist, dass Westfalia von Haus aus auf eine Dieselheizung und einen Kompressorkühlschrank setzt. Das hat immer den Vorteil, dass wir einen relativ kleinen Gaskasten nur brauchen. Und dadurch haben wir das Fahrzeug im Heckstauraum total aufgeräumt. Aufgeräumt meine ich vor allem in Bezug auf viel Platz, weil aufgeräumt ist das hier jetzt gerade natürlich nicht. Wir haben hier so viel eingebaut und wenn immer wir Sachen umbauen, der hat jetzt zum Beispiel ein sehr großes Dynavin-Radio mit drin, was wir uns vorne anschauen, dann lassen wir die Sachen, die wir ausgebaut haben, mit drin, damit jeder Kunde für sich selber entscheiden kann, ob er die alten Teile mitnehmen will oder nicht.
Was man aber beim Columbus 45 toll machen kann, ist, dass ich das Bett hinten und vorne hochklappen kann. Das heißt, ich kann dann den ganzen Schlitten nach vorne schieben. Und so habt ihr hier die Möglichkeit, eben auch Fahrräder mal quer mit reinzustellen. Und auch wenn das Bett runtergeklappt bleibt, ist hier einfach schon eine vernünftige Höhe und Tiefe mit drin, dass man einfach einen richtig schönen Stauraum hat. Zusätzlich setzt Westfalia immer viel auf Winterfestigkeit. Das heißt, dieser Wagen ist jetzt mit dem Winterpaket gekommen. Das heißt, wir haben sogar eine Warmwasserfußbodenheizung und sowas mit drin. Und in dem Winterpaket sind auch solche Isomatten mit dabei, weil ihr beim Kastenwagen tendenziell ja immer den Schwachpunkt habt, dass egal wie gut die Tür in der Tür drin isoliert wäre, wir die umlaufenden Dichtungen um die Tür haben. Und da kann es dann eben doch durchziehen. Und Westfalia sagt, die einzige Möglichkeit, das zu eliminieren, ist einfach zusätzlich, da gibt es so Saugnapfhalter, hier eine Isomatte ranzumachen, die einfach die Dichtung komplett raushält aus dem Auto. Da hat jeder Hersteller so ein bisschen seinen eigenen Ansatz. Wenn ihr euch mal das Video vom Lastrada Avanti L anschaut, da zum Beispiel ist es so, dass Lastrada sich sehr viel Mühe gibt, die Türen zusätzlich zu isolieren und dafür eben auf so eine Isomatte verzichtet. Also jeder hat da so seinen eigenen Ansatz und das sind auch unterschiedliche Vor- und Nachteile, die Konzepte mit sich bringen. Vom Schlafkomfort habt ihr bei allen Columbus immer eine richtig schöne Kaltschaummatratze, die natürlich einen abnehmbaren Bezug hat und darunter ein punktelastisches Lattenrost auf einer festen Trägerplatte, so dass man einfach wirklich vom Schlafkomfort sich hier hinten, glaube ich, nicht beschweren darf. Ich denke, das ist ein ganz guter Eindruck. Wir gehen jetzt gleich mal nach drin und messen, wie groß das Bett von innen ist, damit ihr eine Idee habt, wie man sich im Columbus 45 hinten im Bett wohlfühlt. Und danach widmen wir uns der Technik und allen weiteren Dingen vom Columbus 45. Vom Bettenmaß ist das natürlich bei 45ern immer in gewisser Weise ein Kompromiss. Wir gucken mal, was wir hier an Breite haben. Das dürfte irgendwas im 1,35er Bereich sein. Ja, 1,33 hier im Oberkörperbereich, wobei ich das bewusst an einer schmaleren Stelle gemessen habe. Da unten konnte man den Laserpunkt sehen. Ja, ne? Da haben wir 1,38 bis zur Rückwand der Tür. Und hier am schmaleren Bereich, da bis zum Fensterrahmen, dass man das sehen kann, woanders kann ich jetzt nicht gut messen, haben wir 1,18 knapp. Also durchaus ein kompaktes Bett, aber das ist eben das Prinzip der 45er, wenn ich Sitzgruppe, Küche, Nasszelle, Bett, Dachhauben, Stauraum, Heizung, Kühlschrank, das alles bei 5,40 Meter haben will, muss ich natürlich irgendwo Abstriche machen. In der Länge natürlich nicht. Da gucken wir mal, was haben wir hier. Hier haben wir 1,94 in der Länge, also ein vollwertiges Bett, auch für große Menschen. Das Schöne hier beim Columbus 45, und das ist in der Columbus-Baureihe tatsächlich nur beim Columbus 45 so, dass ich nicht nur hinten die Matratze mit dem Lattenrost hochklappen kann, sondern auch von innen die Matratze mit dem Lattenrost hochklappen kann. Zusätzlich haben wir hier noch diese Trennwand mit drin. Die könnt ihr auch rausnehmen und unten die Stufe auch. Dann hat man ganz und gar die komplette Durchlademöglichkeit mit dabei. Und das ist dann im Prinzip so, dass man wirklich auch, wenn man mal was Langes reinpacken will, wunderbar hier unten alles reinlegen kann, was geht. Was mir immer wieder schön auffällt, ist, dass bei den 45ern ja konsequent auf die Schrankelemente hier verzichtet wird von allen Herstellern. Und dadurch wirkt so ein 45er oft größer, als er eigentlich in der Realität ist. Und auch für größere, breite Menschen hat man eben sehr komfortablen Einstieg ins Bett und kann sich hier vor der Nasszelle auch vernünftig rumdrehen. Geht natürlich einher damit, dass relativ wenig Stauraum vorhanden ist. Das versucht Westfalia in dem Sinne zu kaschieren, dass wir hier unten einen großen Schrank mit drin haben. Da haben wir jetzt im Nachgang Einlegeböden mit reingemacht. Die gehören also nicht serienmäßig zur Ausstattung mit dazu. Und so habt ihr halt hier eine Küchenarbeitsfläche, wo ich wirklich trotz eines 45er Fahrzeugs, wenn ich den Wasserhahn wegnehme, hier einfach eine Arbeitsfläche von über 60 cm habe. Mit einer Tiefe von knapp 49 cm. Und davor auch ein echt amtliches Waschbecken. Also da passen auch durchaus zwei große Töpfe mit rein. Hier der erste würde ich sagen so 21 cm und der rechte, ja nochmal, die sind eigentlich fast gleich groß, also 21 cm im Durchmesser passen da ungefähr mit rein. Und das Ganze natürlich mit einem Zünder hier unten mit dabei, so wie das eben gang und gäbe ist bei den aktuellen Fahrzeugen. Hier daneben habt ihr das Waschbecken, auch mit einer richtig schönen Tiefe. Das ist jetzt nicht so mega breit, aber ich glaube für einen 45er schon eins der breiteren. 24 cm breit und
34 cm in der Dimension. Achso, und die Tiefe interessiert dann ja sicherlich auch. So 15 cm die wir dort in der Tiefe haben. Also insgesamt einfach auch ein richtig schön großes Waschbecken. Vom Küchenblock ist es von der Aufteilung so, dass ihr hier vorne ein paar Schubladen habt. Die sind richtig schön tief und haben einen weiten Auszug. Da unten haben wir noch eine dritte Schublade. Ich weiß gar nicht, ob die ein bisschen kürzer ist. Nee, ist noch genauso tief. Und dann ist diese gesamte Seite hier quasi von der Seite blind, weil die gesamte Küche so angeordnet ist, dass ihr hier auf der Stirnseite einerseits den Kühlschrank habt. Das kann man auch ganz rumschwenken, wenn keine Beine im Weg sind. Und hier oben die wahrscheinlich eben schon vermisste Besteckschublade, die dafür aber umso größer ausfällt. Und ganz unten, auch nicht ganz unwichtig, nochmal eine tiefe Schublade, um sowas wie Pfannen oder Reserven oder irgendwas, was ich ständig von draußen brauchen würde, wunderbar mit unterzubringen. Da unterscheiden sich ja bei den 45ern die Ansätze. Einige Hersteller machen euch da einen riesengroßen Kühlschrank rein, haben dafür ein bisschen weniger Stauraum. Westfalia sagt, kleines Auto, kleiner Kühlschrank. Dafür machen wir mehr Schubladen und ein bisschen mehr praktischen Stauraum mit rein. Ich sehe hier gerade in der Spiegelschwenktür, dass Lockdown-Zeit ist und ich dringend mal wieder zum Friseur müsste. Das ist übrigens eine Option. Wenn ihr die Spiegelschwenktür nicht mitbestellt, ist die Tür von innen weiß und von außen in dem normalen Westfalia Holz hier, so wie das auf den Küchenfronten auch mit drauf ist. Also so würde das von außen normalerweise aussehen. Ja, ich sitze hier drin, weil ich euch zeigen wollte, dass sogar in so einem 45er Bad, ich meine, es ist jetzt nicht unendlich viel Platz, aber ich stoße nirgendwo gegen. Hier habe ich noch einen Fingerbreit, da habe ich noch einen Fingerbreit Platz, zumindest solange kein Klopapier da hängt. Aber ich könnte die Toilette auch durchaus noch ein bisschen drehen. Und das passt auf jeden Fall. Also für mich ist die Toilette auf jeden Fall groß genug. Die ist, glaube ich, wenn man bei den 45ern schaut, dürfte die Columbus-Nasszelle eine der größeren sein. Und vor allem ist ja für euch die Kernfrage, wollt ihr eher ein Raumbad, ein Schwenkbad oder eine echte Nasszelle? Das Schöne bei Westfalia ist, wir haben hier serienmäßig das Fenster in der Nasszelle mit dabei. Und geduscht wird quasi nicht mit einem umlaufenden Vorhang, sondern nur zur Tür hin. Das heißt, alles andere wird einerseits nass. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist aber, dass ihr nicht diesen, ich sag mal, Kamineffekt habt, wo sich ein Vorhang einfach anschmiegt. Von der Stehhöhe in der Nasszelle haben wir mit eingelegtem Boden in Yachtdesign dort unten 1,84. Und jetzt messe ich mal da in so eine Lücke rein. Zugezittert, das ist das gleiche nochmal. So. 1,86 ist die echte Stehhöhe dort und dann machen wir das hier auch nochmal komplett. Hier haben wir 1,88,8, also knapp 1,89 Stehhöhe. Das passt ja auch wunderbar mit dazu. Die Klinke hat so einen richtigen Türgriff, das finde ich ganz schön. Und was für mich eins der Highlights am Westfalia ist, ist, dass ihr so indirekte Beleuchtung habt. Dieses Wandelement zwischen Bad und Wohnraum macht wahnsinnig viel aus. Man kann den gesamten, also man kann es natürlich separat schalten, aber man kann die gesamte Beleuchtung über so einen Dimmer runterdimmen. Und das fällt jetzt natürlich im Hellen kaum auf. Aber wenn man sich abends im Bett hinten gemütlich macht und einfach so ein bisschen hier nach vorne indirekte Beleuchtung hat, dann ist es egal, ob für die romantische Stimmung oder wenn einfach Kinder irgendwo im Bett liegen, dass es eine gewisse Resthelle bleiben muss. Das ist schön und praktisch. Und schön und praktisch zusammen ist immer eine geile Kombi, wenn das funktioniert. Normalerweise muss man sich ja entweder oder entscheiden. Die Sitzgruppe, da mache ich es mir jetzt mal gemütlich und dann zeige ich euch mal, was sich hinter dem Begriff Lounge-Sitzbank beim Columbus 45 versteckt. Und dann schauen wir uns, denke ich mal, an, wie sich so ein Preis zusammensetzt und was wir hier an Details noch weiter verbaut haben. Die Lounge-Sitzbank im Westfalia Columbus meint, dass hier die Sitzfläche verschiebbar ist. Man kann, wenn man es unten löst, die Sitzbank nach vorne und nach hinten rutschen und kann damit im Prinzip einstellen, wie die Neigung der Rückenlehne sein soll. So entriegeln. Und dadurch kann ich mich eben entscheiden, ob ich entweder ein bisschen mehr Beinfreiheit haben will, steiler Sitz, weil ich gerade esse, trinke, sonst irgendwas mache, oder ob ich es mir abends etwas gemütlicher machen will. Steht und fällt halt auch damit, wie groß die Personen sind, die hier sitzen. Und die Lounge-Sitzbank kombiniert mit dem Schwenktisch, der hier irgendwo seine Entriegelung hat, da unten. Dann habt ihr nämlich so, hier nochmal den schwenkbaren Tisch mit draußen.
ist dann tatsächlich eine Sitzgruppe. Ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, wir sind hier in einem 5,40 Meter Fahrzeug, eine Sitzgruppe, die sich auf jeden Fall sehen lassen kann. Sehen lassen kann sich der Westfalia Columbus insgesamt ja sowieso hervorragend, aber sich sehen lassen können in diesem Fall hat tatsächlich auch einen einigermaßen amtlichen Preis, den es mit sich bringt. In dem 45er Bereich sicherlich am oberen Ende angesiedelt, liegt aber einfach an solchen Dingen wie Fußbodenheizung, wie so einer Lounge-Sitzbank, so dass man sagen kann, grundsätzlich ein Westfalia Columbus 45 liegt im Grundpreis irgendwo knapp unter 50.000 Euro. Dann geht das aber halt los und wir haben jetzt hier ein Fahrzeug, das zeigt ganz gut, wo das obere Ende der Fahnenstange im Columbus-Bereich angesiedelt ist. Wir haben großes Chassis, wir haben Automatikgetriebe, wir haben 178 PS, also diesen Multijet 180, wir haben Alufelgen, wir haben die verfügbaren Assistenzsysteme mit Notbrems-, Spurhaltewarn-, Fernlichtassistent, Regen- und Lichtsensor, Totwinkelassistent, Querbewegungserkennung. All solche Dinge mit dabei, eine Außendusche, lackierte Stoßfänger, Metallic-Lackierung, großes Dachfenster hier. Das heißt, wir haben schon Westfalia-seitig das Maximum, was die Liste hergibt, hier in dem Fahrzeug mit dabei, so dass man dann am Ende unterm Strich irgendwo, ich sag mal, grob Anfang der 70er rauskommen würde. Und dann muss man ehrlicherweise sagen, haben auch wir uns hier nochmal ausgetobt und das Auto, so finde ich zumindest, nochmal eine Stufe angehoben. Wir haben hier einmal die Batteriekapazität auf ein absolutes Maximum angehoben. Wir haben hier eine 200 Ampere Lithium-Batterie unterm Beifahrersitz. Bei Westfalia ist es so, dass das serienmäßige Ladegerät nicht mit der Lithium-Batterie vernünftig zusammenarbeiten kann. Deswegen haben wir die komplette Ladeinfrastruktur nochmal geändert und haben hier einen Triple Charger von Votronic mit eingebaut. Das heißt, Triple Charger heißt, ihr habt ein Kombigerät, wo ein Ladebooster mit drin ist, in dem Fall, dass ich nichts Falsches sage, mit 45 Ampere, ein Netzladegerät mit 30 Ampere, also fast doppelter Leistung von der Serienlösung und gleichzeitig ein Solarregler mit 350 Watt. Das alles in einem Gerät und dadurch ist es perfekt aufeinander abgestimmt. Dann haben wir einen großen Wechselrichter mit eingebaut und zusätzlich auch solche Dinge wie die Rundumkameras, die wir uns gleich nochmal anschauen, großes Navigationssystem mit Kamera, Solaranlage und zusätzlich auch noch alle möglichen Absicherungen. Eine riesenlange Liste an Sachen auf jeden Fall. Ich könnte noch ein bisschen weiter vorlesen. Am Ende des Tages muss man aber sagen, von der Summe der Listenpreise steht dann am Ende des Tages eine 8 ganz vorne. Das ist sicherlich viel Geld, aber dafür lässt es auch keine Fragen mehr offen und erfüllt ja sogar so solche Wünsche wie zum Beispiel Internetanschluss im Wohnmobil, den wir hier oben realisiert haben. Wir gucken uns nachher nochmal das Dach kurz an. Fakt ist, wir haben eine Internetantenne mit drauf, zusätzlich mit einem kleinen Netgear-Router. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der hier eingeschaltet ist. Nee, ist er jetzt noch nicht. Zusätzliche USB-Steckdose hier reingesetzt und das Ding ist geklettet. Das heißt, man kann den rausnehmen. Der ist auch tragbar und hat einen Akku mit drin. Das heißt, wer wollen würde, könnte sich auch am Strand einen mobilen Hotspot über einen separaten Anschluss mit versorgen. Das war jetzt ganz schön viel Technik. Da gerät so ein, oder ganz schön viel Text, da gerät so ein bisschen immer die schicke Optik des Westfalias in den Hintergrund. Und ich finde, ihr solltet jetzt euch noch mal ein paar Eindrücke schnappen, weil der Westfalia einfach losgelöst davon, dass er mit der Fußbodenheizung, der Dieselheizung und diesem Autarkieansatz bestimmte Menschen anspricht, ist er eben auch optisch absolut alleingestellt mit seinen weiß glänzenden Fronten, den dunklen Hölzern. Deswegen gebe ich euch jetzt einfach noch mal 32 Sekunden Zeit, ein bisschen Eindruck zu machen, euch zu verschaffen, wie der Columbus von innen aussieht. Der Zeitcounter wird jetzt da oben links in der Ecke eingeblendet. 32 Sekunden Westfalia Columbus 45 Innenleben. Viel Spaß! Reichen 32 Sekunden oder müssen es nächstes Mal ein bisschen mehr sein? Eher 43 oder 51? Schreibt doch mal bitte unten in die Kommentare. Abstimmung 32, 43, 51 Sekunden. Wie lang soll nächstes Mal der Eindruck von innen sein? Und dann wird Chris genau das umsetzen.
Ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich euch nicht vorenthalten will. Wir haben hier so eine schicke kleine Schiene und ich zeige euch einfach mal, was man damit machen kann. Die ist mit Saugnäpfen und mit so Spannfüßen. Ich hoffe, ich habe jetzt die Höhe ganz gut geschätzt. Die ist richtig schön fest. Und dann kann man nämlich einfach losgehen, sich den Tisch von innen aus der Sitzgruppe nehmen. Und wenn ich die Höhe jetzt gut getroffen habe, tadadada, habt ihr hier einen Tisch und könnt euch einfach hier draufsetzen und habt einfach auch auf die Schnelle mal eben eine Picknickmöglichkeit und man braucht jetzt nur noch einen Stuhl mit dazu holen. Das finde ich total praktisch und das wollte ich sowieso noch mal ausprobieren. Das Ganze sollte auch nochmal nicht auf der Schiebetür, sondern hier vorne. Der ist jetzt nicht so sauber. Von der Höhe müssten wir ja ungefähr dahin kommen. Zack. Ja, daran, ich will nicht sagen, kann man das Auto hochheben, aber auf jeden Fall hält das so eine Tischplatte. Kann man das nämlich auch da machen und dann hat man einfach noch einen kleinen Zusatztisch für draußen mit dabei, was total praktisch ist in der gesamten Benutzung. Der Tisch hat auch bei Westfalia übrigens immer einen festen Platz über dem Fahrerhaus bei den Fahrzeugen, dass ihr den während der Fahrt wegnehmen könnt, dass man, wenn man zu viert fährt, auch hinten richtig schön Platz hat. Da packe ich den Tisch jetzt rein und dann gucken wir uns noch mal ganz kurz eine der Besonderheiten von außen an und dann dürfen wir nicht vergessen, das coole Cockpit und das Dach noch mal genauer in Betracht zu nehmen. Eine der großen Besonderheiten vom Columbus 45, das hat meines Wissens als einziges weiteres Fahrzeug sein kleiner Bruder, der Amundsen 45. Das ist übrigens die Alternative hierzu. Wer sagt, Grundriss finde ich super cool, aber ich hätte gern die Preiskategorien einen kleinen Tick weiter unten. Schaut euch mal einen Amundsen 45 an. Auch super schön von innen, können wir auch technisch wahnsinnig viel machen und ist vom Grundriss sehr, sehr nah dran. Da blenden wir euch jetzt oben in der Ecke nochmal den Link zum Video mit ein. Und hier haben beide Fahrzeuge haben, nämlich einfach hier nochmal einen großen Stauraum, dass ihr in die Sitzbank, hier ist direkt das Sitzbankpolster drüber, reinkommt. Das heißt, ihr könnt hier, einmal ist es gut für Fähr- und Entsorgung, alles, was man auf die Schnelle braucht. Aber man hat eben zusätzlich zur Klappe hinten nochmal einen schönen Stauraum. Hier ist die Toilette mit drin. Da haben wir jetzt nachträglich bei uns noch eine Sogentlüftung mit angebaut, damit auch bei intensiverer Nutzung Typ 2 innen mit der Toilette nichts riecht. Wer sich für den Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2 interessiert, dem sei unser Video von der Trenntoilette im Road Cruiser Revolution ans Herz gelegt. So, jetzt haben wir uns ganz viel vom Westfalia Columbus angeschaut. Was uns jetzt noch fehlt ist, wie behalte ich während der Fahrt den Überblick? Und da kann ich einfach nur sagen, viel mehr machen als in diesem Fahrzeug kann man nicht. Wenn ihr hier unter den Spiegel einmal drunter guckt, wir haben hier eine kleine Kamera angebaut. Die gleiche Kamera ist natürlich auch unter dem anderen Spiegel auch. Und zusätzlich hat der Columbus 45 von uns hier vorne eine kleine Frontkamera bekommen. Das ist ein komplettes System von Dynavin. Da gehört natürlich auch die Rückfahrkamera mit dazu. Und wie sich das im Cockpit drin widerspiegelt, das schauen wir uns jetzt mal ganz gemeinsam an. Sitzposition ist an sich schon mal ganz angenehm für mich. Was bei Westfalia immer wieder schön ist, dass man nicht einfach nur einen Schrumbezug über den Sitz packt, sondern auch den Sitz richtig neu aufpolstert mit dem Westfalia eigenen Stoff hier unten und ich auch solche Optionen habe, zum Beispiel eine Sitzheizung für die Sitze mitzubestellen. Das sind natürlich alles Möglichkeiten. Ein Hersteller, der nicht absolut auf Volumen gepolt ist, hat da natürlich mehr Möglichkeiten, auf eure Wünsche einzugehen. Wenn aber die Liste der Hersteller nicht reicht, dann kommen die Kunden ja in der Regel auf uns zu und dann kommen eben auch solche Wünsche wie größtmögliches Navigationssystem, um zum Beispiel einfach einen großen Monitor zu haben. Wir haben jetzt hier das Dynavin Radio mit drin. Das hat über 10 Zoll in der Diagonale und ist damit, glaube ich, für den Ducato das und das Alpine Gerät hat, glaube ich, einen ähnlich großen Monitor, sind auf jeden Fall die beiden größten Radios, die es gibt. Große Unterscheidung ist, das Dynavin Radio schmiegt sich quasi perfekt in die Fiat-Peripherie mit ein und hat dadurch einfach ein sehr, sehr gut angepassten Bereich hier. Das Alpine Radio steht so ein bisschen vor, dafür ist es ein bisschen dichter zu bedienen und hat gleichzeitig so einen Neigungsmonitor. Hier ist jetzt aber ja die Idee gewesen, möglichst viel von der Umgebung mit aufzunehmen. Und da das nicht alles mit einem Monitor geht, haben wir gedacht, warum sollten wir uns mit einem Monitor zufrieden geben, wenn wir zwei Monitore haben können und haben dort oben den zweiten Monitor mit eingebaut. Und zwar ist es jetzt so, dass in dem Augenblick, wo ihr in den Rückwärtsgang wechselt,
wechselt unten der Monitor auf die Rückfahrkamera. Und da kann man jetzt unterschiedliche Kameras anschließen. Wir haben in dem Fall die Dynavin Pro Kamera mit dran. Da kann man jetzt noch verschiedene Ansichten wählen, ein bisschen weiter von oben drauf, wenn ich einen Hänger ankoppeln will, oder eben die komplette Rundumsicht. Da muss sich jeder so ein bisschen aussuchen, was er will. Und dann habe ich im Prinzip zusätzlich hier vorne, ich glaube, da musst du mal ganz kurz deine Tür zumachen, kriegst du das hin, damit das, man sieht jetzt, da ist die Kamera. So, jetzt kann man, ich mache, glaube ich, einfach mal den Motor an. Und dann fahren wir einfach mal ein Stückchen, dann kann man das, glaube ich, ganz gut. Na, man kann nicht, das ist halt Schotterboden, den wir drunter haben. Man kann da vorne so ein bisschen das rechte Vorderrad sehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall die linke und die rechte Kamera und ich habe hier einen kleinen Umschalter und wir können jetzt einfach zum Beispiel, wir fahren einfach mal nach hier vorne, nach, ja, ich bin nicht angeschnallt, das ist richtig so. Jetzt kann man nämlich wirklich gucken, wie weit kann ich jetzt nach vorne, will ich überhaupt noch und kann wirklich genau sehen, was ist. So, weiter will ich jetzt nicht fahren, weil hier irgendwann gleich der Kantstein kommt. Und jederzeit kann ich eben auch gucken, jetzt kann man sehen, wir sehen hier schon, oh, das ist eine gute Idee, ich fahre mal so weit zurück, dass der Kantstein gerade an der vorderen Kante ist. So, und hier bleiben wir jetzt mal stehen. Und dann kann man nämlich gleich, kann man gleich mal gucken, bis wohin die Kamera genau gucken kann. Und so könnt ihr eben immer genau gucken, wie sieht es nach vorne raus aus, was passiert nach hinten und was passiert an den Seiten. Also seid rundum gut informiert. Und wer das, wenn man, ich glaube, ab 20 km/h wechselt der hier zum Beispiel, bei, nimmt er das Bild von der Rückfahrkamera hier mit drauf und hat das wie ein Rückspiegel für euch. Und wer das nicht will, klappt während der Fahrt einfach das Ding mit nach unten. Also, das kriegen wir in jeden Ducato mit rein. Wer daran Interesse hat, einfach bei der Konfiguration von eurem Traumauto mal mit aufschreiben. Wir schauen jetzt mal nach unten. Wir haben uns ja eben gemerkt, die Kante ist vorne knapp mit dran und gucken, wie das da vorne aussieht, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, ab wo die Seitenkameras schon erfassen. So, ihr habt gesehen, wie wir das Auto geparkt haben. In dem Frontbild konnte man eben die Kantsteinkante sehen. Das heißt, wir haben hier wirklich so einen Weitwinkel, nahezu wie bei einer Rückfahrkamera. Der zeigt wirklich das noch vorne mit in dem Spiegel der Seitenkameras. Also ihr habt wirklich eine volle Rundumsicht, weil die Kamera die gesamte Seite erfasst, die Rückfahrkamera alles links, rechts und vorne eben auch alles links und rechts. Jetzt haben wir gesehen, wie toll ein Columbus 45 ist. Was wir alles eingebaut haben, was wir überhaupt noch nicht gesehen haben, ist, wie das Dach oben gestaltet ist. Und damit ihr davon mal einen guten Eindruck bekommt, schicken wir Chris jetzt einfach hoch in den ersten Stock. Ich bleibe hier unten und dann gucke ich mal, wie ich euch von auf dem Reifen geklettert möglichst gut zeigen kann, was wir oben am Fahrzeug gemacht haben. So, mal eine ganz neue Perspektive. Ach, ich brauche gar nicht lauter reden, das Mikro ist immer noch dicht an mir dran. Hervorragend. Also, mal eine ganz neue Perspektive. Das, was ihr hier sehen könnt, zum einen haben wir von Thule das Roof Rack System mit drauf. Langfristig wird da nochmal so ein Ding, was diesen komischen Namen Thule Hullevator, das ist so ein Kanu seitlich runterheber, mit drauf bekommen. Das, was wir jetzt hier gemacht haben, klar, links und rechts die Grundträger von dem Thule System, zwei Querträger, das kann man beliebig erweitern. Dann haben wir eine 110 Watt Solaranlage drauf gemacht, die ist ja nochmal ergänzt mit der Solartasche von ganz am Anfang des Videos. Und zusätzlich haben wir jetzt hier auf der Seite der kleine schwarze Pümpel hier vorne, ist eine LTE Dachantenne, die kann 3G, 4G, ich glaube 4G und LTE ist dasselbe, ist aber auch schon vorbereitet für 5G. Das heißt, wenn man später, wenn es soweit ist, einen passenden Router mit reinpackt, habt ihr damit perfekten Internetempfang. Ja, ansonsten auch von oben schwarzes Dach. Ihr seht, serienmäßig hätte er zwei Dachhauben wie die hintere, also 40x40. Jetzt haben wir vorne 50x70 als große und hinten die serienmäßige Haube mit dabei. Und falls ihr das Dach irgendwie mit mehr Solar bepacken wollen würdet, mindestens einmal 120 Watt Solar kriegen wir hin. Und wer noch mehr braucht, würden wir sogar noch mehr hinkriegen. Ja, ich hoffe, ihr habt einen ganz guten Eindruck vom Westfire Columbus 45 aus dem aktuellen Modelljahr gewonnen. Wir freuen uns, wenn wir euer Wunschfahrzeug gemeinsam konfigurieren. Ich wünsche euch auch viel Spaß bei allen weiteren Videos. Bis bald. Genießt den Start ins neue Jahr. Bleibt gesund. Alles Gute.